Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Siedler 4, die History Edition. Ja, in der Folge hoffentlich nimmt jetzt meine Stimme auf. Ja, das ist gut. Nochmal lieber nochmal nachkorrigieren. In meiner letzten Folge musste ich es ja nachsynchronisieren. Ich hoffe, das war nicht allzu schlimm. Und das ist jetzt aber auch schon ein Weilchen her. Jetzt muss ich mal hier mal alles abchecken. Hier war Gold. Das wollte ich mir unbedingt gönnen. Der produziert ja auch schon brav Gold. Ich glaube, ich habe hier als letztes ein Lager gebaut. Das sollte das ganze Essen sammeln, ja. Der sollte ein paar Soldaten erschaffen, jawohl. Beim Speichern das letzte Mal ist mir in dem Menü aufgefallen, weil da zeigt sich ja immer so den Zwischenstand an. Ist mir aufgefallen, dass die anderen um weitem mehr Soldaten haben wie ich. Das ist ein Problem. Wenn ich nicht bald bessere Soldaten bekomme, haben die mehr Soldaten und bessere Soldaten. Das Lager ist fertig. Hier klatsche ich mal das Essen hin. Mehl nicht. Ja. Den Chaos. Ja, das vielleicht noch nicht. Ja, doch. Genau, dann brauche ich vielleicht mal ein, zwei mehr Träger. Nach oben bitte, nach oben. Wo ist mein Pionier? Ach, der Pionier hier, da lang. Ist es ein Geologe oder? Oh nee, sorry, mach weiter. Mach was auch immer. Ich muss damit. Oh, Entschuldigung. Was auch jetzt. Ich weiß nicht, was ihr jetzt mitbekommen habt. Ob niesen müssen. So. Ich will eigentlich echt nur. Das ist ein Pionier. Der muss hierher. Hierher. Geh da hoch. Die müssen sich echt unbedingt entgegenkommen, weil sonst habe ich echt Kack am Dampfen. Oh, der sollte doch nicht hin. Also Fisch hat der genug. Der hat nichts. Was fehlt dem? Das ist ein Eisen, ne? Haben wir Eisen genug? Ja, gut, Eisen haben wir. Oh ja, das haben wir auch. Wir haben so viel Wein. Man könnte doch eventuell. Genau so. Entschuldigung, wenn es ein bisschen zu hektisch wird, aber. Die sollen sich jetzt mal verbrüdern, damit ich eine mehr Gold kriege. Ja, Gold. Gold! Ich kann jetzt Gold nach Rüstung machen. Was? Drei Goldbahnen sowie ein Schwert und eine Rüstung. Fünf von denen, komm. Die hauen alles weg. Habe ich noch ein paar Leute? 55. Ich überlege gerade, ob ich noch ein Haus baue. Man weiß ja nie, ne? Ich glaube, ich schick die Soldaten mal in diese Richtung hier. Einfach hier so hoch. Den fülle ich mal. Oh, die kommen sich bald. Naja, da kann ich eigentlich schon anfangen zu bauen, oder? Gold, Mine. Ich glaube, da baue ich gleich zwei hin.
ist ja da hinten, der kann man hier ein bisschen erweitern. Ah, Stein haben wir genug. Ach, wundervoll, wundervoll. Ja, doch, das muss fast so schnell wie möglich. Klatsche ich hier einmal hin. So. Höchste Priorität. Und dann da vielleicht noch eine hin. Ist das Kohle? Wird man gleich Kohle daneben nochmal legen. Aber Kohle haben wir ja eigentlich jetzt durch. Da unten haben wir Kohle genug. Haben wir jetzt eigentlich die ultra starken Soldaten? Immer noch nicht. Warum nicht? Uns fehlen Waffen. Waffenschmiede. Ach, einmal Rüstung, klar. Machen wir da mal 20 Stück von. Machen wir auch nochmal 5 mehr und dann machen wir auch nochmal 5 mehr. Ich sag mal, die Rüstung ist jetzt irgendwie am wichtigsten. 36, okay, passt. Und das wird gebracht. Wundervoll. Du kannst mal da weitergehen. Da ist auch Gold? Ist da jetzt überall Gold? Ja, verbunden. Ja, verbunden. Ja, geil. Shit. Schade. Ja gut, aber ist okay, kann damit leben, ja, laufen sie schon. Oh, ich will echt hier nochmal einen Turm hinzubauen. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Falls angreifen, damit sie es nicht so leicht haben. Ja, genau. Geh mal lieber nach unten. Jawoll. So, genau. Perfekt. Zwei Goldminen nebeneinander. Genau, da baue ich dann noch einen Turm hin. Das Gold gehört mir. Wo hackt denn der mittlerweile rum? Aber gut, ist eigentlich irrelevant, weil wir haben eh gut. Oh, Gold liegt auch schon. Hat der schon eine Rüstung gemacht? Ja, da haben wir einen. Yay! Na, ja, jetzt. Wenn wir jetzt weiter produzieren. Jetzt ja nicht schlafen. Die können wir eigentlich. Ja, gut, davon haben wir echt genug, glaube ich. Machen wir lieber mehr von denen. Rüstung liegt auch einmal da. Supi, dann müssen wir... Wie viele Soldaten haben wir jetzt? Also freie Leute, die zu Soldaten werden können, meine ich mal. Ich glaube, da muss ich jetzt fast auch noch Gold dazu... Achso, Gold habe ich eh drin. Okay. Was kann ich mit dem Wein jetzt anfangen? Jetzt pass auf. Was ist eigentlich das? Können Heile ihre aufpeppen lassen? Brauche ich nicht. Da. Können alkoholische Getränke opfern. Im Gegenzug erhalten sie dafür Mana im Tempel der Trojaner hinten. Ich baue das jetzt einfach. Ich habe keinen blassen Dunst mehr, was das mir bringt. Hier kommt aber noch ein Haus hin. Baut es jetzt einfach. Ah, das hat mehr Priorität, ne? So. Oh, der ist schon fertig. Oh, shit. Weg, 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 weg.
die Mayas. Und es sind zwei Gegner übrigens. Also ich habe auch im letzten Moment, wo gespeichert im Menü war, habe ich gesehen, dass drei Parteien hier in dem Spiel sind. Das heißt, ich könnte von mehreren Seiten angegriffen werden. Der soll da hinten gucken. Oh, ein Golden ist auch wieder dabei. Nice. Oh, das ist so ein gutes Gefühl, gute Soldaten zu kriegen. Aber ich glaube, ich brauche noch ein Haus. Einfach aus Sicherheitsgründen brauche ich noch ein Haus. So. Gold gefunden, was? Wo? Achso, ja, da hinten. Wow, okay, krass. Nee, ich brauche mehr Leute, auch allein mehr Träger und so. Das muss schneller gehen. Ja, den Berg, das haben die schon gut gemacht. Aber eigentlich können die zwei dort aufhören und da hinten mal weitermachen. Also hier irgendwie mithelfen. Damit ich hier eine Burg hinbauen kann. Also keine Burg, aber hier einen Turm, großen. Damit meine Goldreserven nicht eingestampft werden. Na, ich dachte, der macht sich zum Soldaten. Ja, ein, zwei Soldaten mehr wären schon geil. Wenn die ein bisschen schneller gehen würden. Aber man könnte auch auf Verteidigung machen. Ich hab in dem Spiel noch nie auf Verteidigung gesetzt. Immer so viele Soldaten wie möglich und zuerst angreifen. Aber wenn einfach alles zuklatscht mit Türmen, dann könnt ihr auch nichts machen. Ich meine, das Problem ist dann irgendwann, wenn du deine Wirtschaft, wenn die dann doch irgendwo einen Turm zerstören, auch wenn es nur einer ist, der aber wichtig ist, dass du da nichts mehr machen kannst, dann hast du echt verkackt, ne? Oh, das haben sie schön gemacht hier. Oh, schön. Ah, wo gehst du hin? Gottes Willen. Oh, Gott sei Dank. Ich hab gesagt, du sollst da hinten suchen. Hier, such da hinten oder so. Helf da mal mit. Ja, eigentlich, ehrlich gesagt, brauche ich keinen. Zum Träger zu machen. Bäm. So. Ich brauche keine mehr. Einer da doch vollkommen ausreichen. So. Mensch, Mensch, Mensch. Nochmal zwei Träger mehr. Die wollen nicht Soldaten werden, weil... Ach, der macht gerade nur Rüstung. Also das mache ich mal ein bisschen weniger. Und dann mache ich wirklich... Scheiße. Kann das nicht genau gleich machen. Machen wir mal so. Bin mal gespannt, ob mir das was bringt. Ob das mir irgendwie... Das haben wir ja dann auch irgendwie so Gold oder so wahrscheinlich. Ich habe das Erinnerung, dass du Gold und irgendwie Brot oder irgendwie sowas noch da zusätzlich bekommst. Wenn du hier den Scheiß da opferst. Am Werkzeug habe ich ja genug. Ich habe echt überlegt, noch ein Lager zu machen, um Materialien zu lagern, weil jetzt... Spiel gespeichert. So. Mana-Vorrat. Und da müssen die jetzt den ganzen Alkohol, den Wein, müssen sie da hinbringen.
gut, aber Essen geht hier ganz schön Kranbacken runter. Außer Fisch. Fisch ist da, aber Brot und so. Ich könnte ja hier... Ja, nee, da ist ja eigentlich mein Holz. Holzfällehütte? Ja, genau. Der Förster macht es ja auch dort, ja. Genau. Da haben wir noch einen Holzfäller. Jo. So. Dann haben wir noch einen Förster. Hier. Dann haben wir ein Sägewerk. Sollte eigentlich reichen, also. Hä? Steht kein was? Hä? Da steht kein... Doch sicher. Das ist doch ein Fähnchen. Ich weiß auch nicht. Soll ich noch einen Jäger machen? Muss ich da einfach mal einen Turm hinklatschen? Aber das ist jetzt fertig. Die zwei da hinten sind auch fertig. Oh, Alter. Und das Haus ist auch fertig. Perfekt. Dann baue ich eigentlich die Türme. Einmal nur mal so. So. Dann bauen wir ein paar Türme. Kann ich da auch einen Turm bauen? Nein, immer noch nicht. Nein, da auch nicht. Das verstehe ich nicht. Das werde ich nie verstehen. Ich will echt, ob ich den angreifen soll. Jetzt haben wir auch hier wieder drei. Schon gut. Das könnte ein bisschen schneller gehen. Aber ich krieg ja jetzt mehr Träger. Ja, naja, die tun aber auch nicht so viel. Doch, da machen wir mal 30 draus hier. Oder 40. So. Dann geht's richtig rund. Darf eigentlich nichts mehr ausgehen. Der kriegt halt wirklich gar nichts mehr, ne? Was braucht denn der eigentlich? Aber Eisen haben wir ja noch irgendwie. Haben wir irgendwo Eisen? Haben wir nur ein... Ne, da haben wir auch noch Eisen. Ich überlege gerade, ob ich da auch noch Eisen hinklatsche. Aber ich glaube, das bringt einfach nichts. Ne, Gold ist eigentlich gerade echt wichtiger wie Eisen, ne? Weil Eisen haben wir ja einen guten Vorrat angesammelt. Und da geht auch schon was voran. Schön. Ich frage mich nur, was bringt dir dann das Mana nochmal? Zugucken. Oh, oh. Weiß ich nicht. Weiß ich einfach nicht mehr. Ja, ich glaube, ich baue jetzt noch ein Lager dazu. So. Oh, wäre ein toller Ort für eine Eisenmine. Dann nochmal. Oh, ach, die brauchen Fleisch. Sixt. Ah, Fleisch, deswegen. Weil die müssen ja erstmal wachsen. Jäger könnten es noch machen. Vielleicht in der Richtung, weil hier sind auch viele Tiere unterwegs. Machen wir einfach hier noch einen Jäger. Och, Hammer, Hammer. Also gegen die hat keiner eine Chance. Ne, also da mag ich nur mal
Ich will es nur gesagt haben. Ja, erstmal mag ich mehrere von denen. Die brauchen auch länger zum Produzieren, zur Ausbildung. Machen wir nochmal 5. Achso, Rüstung haben wir jetzt 1, 2, 3, 4. Achso, wie viel Rüstung haben wir denn da? 5. Aber keine Schwerter mehr. Obwohl die mehr machen sollen. Ach so, lol. Ich muss doch. Oh. Ich Idiot da. Ui, das ist auch schon fertig. Das und das. Ja, mehr eigentlich nicht. Das andere will ich nicht da haben. Genau. Ich sehe das schon, irgendwann mal überhörst du dieses Klicken, dieses Kling, Kling, Kling. Das überhörst du irgendwann, du guckst da nicht mehr drauf. Und irgendwann stellt es, sie werden angegriffen und ich bekomme es dann nicht mal mit. 9 Maya. Was kann ich denn mit dem Maya anfangen? Transport. Geliefert. Das sehe ich ja, das sehe ich auch. Ich bin rot, oder? Ja, genau, ich bin rot. Soldaten. Alter, der Grüne. Alter. Was ist mit dem? Bogen? Oh. Gut, ja, gut. Dann tun wir einen Bogen hier produzieren. So. Ja, aber der hat doch nicht solche Soldaten, oder? Ja, vielleicht mehr, aber ganz ehrlich, die zerstören ja 50 von seinem. Jetzt geht es echt schnell hier, ne? Weil ich glaube, ich brauche noch mehr. Ich glaube, ich kann gleich noch ein Haus bauen. Wie schaut es eigentlich da aus? Aha. Ja, dann gleich noch erweitern? Ich glaube schon. So. Einfach damit ich wieder Platz habe, dann kann ich vielleicht noch mehr Brot herstellen oder sowas. Unten ist keiner. Nee. Kann ich da jetzt einen Turm hinbauen schon? Immer noch nicht. Komm mal her. Tu mal da lieber. Ja, der Bogen, der wird ja noch produziert. Ach, guck. Alter, Stein, Stein. Wie viel Stein ich habe. Ach, ich habe ja auch Holz. Da kann ich bauen, wie ich will. Aber ich glaube, ich muss nochmal so ein Essensding bauen, komplett. Fisch geht zwar, aber Brot oder so wäre nicht schlecht. Nochmal. Guck dir an, wie viel von denen. Hammer. 11 Leute von denen. Ja, die brauchen auch viel Gold. Aber
Die sind dann auch stark. Und dann geht's richtig rund. Ich freue mich schon. Irgendwie freue ich mich jetzt schon auf den Kampf. Auch wenn der jetzt angeblich. Wie ging das? Da? Wo war denn das? Die, irgendeine Statistik. Da. Nee, da. Da. Nee, da. Genau, da. Auch wenn der umweit mehr. Den blauen könnte man leicht schaffen, glaube ich. Den blauen könnte man echt gut schaffen. Aber der hat schon gut mehr. Aber der hat halt mehr Soldaten. Das heißt nicht, dass er stärkere Soldaten hat. Ist halt dann die Frage, wenn ich jetzt ganz viele kleine noch produziere, dann bin ich, habe ich mehr und stärkere. Hat der jetzt einen Bogen? Immer noch nicht. Produzieren Bogen. Was macht denn der hier? Ja, ich glaube, ich mache da nochmal. Die wollen ja Fisch. Also Fisch haben wir ja genug. Das ist okay. Eisen wollen ja eigentlich Fleisch. Die wollen Brot. Brot ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Weil die wollen ja Fleisch. Eigentlich lieber nochmal eine Fleischproduktion. Ah, die wollen aber Kohle, will ja Brot, ne? Na gut, ein bisschen haben sie. Es wird halt direkt dahin geliefert. Ist halt genau plus minus null. Jetzt kann ich da aber langsam mal. Nein, warum nicht? Ein kleiner wenigstens. Ein kleiner ging. Kleiner wäre okay. Machen wir lieber mal einen kleinen, bevor da gar nichts ist. Also hier kann ich wirklich. Hä, den Bogen, den hat's doch. Ja, dann machen wir halt mehr Bögen. Machen wir wieder mehr Waffen hier. Mehr Bögen. Die bringen ein bisschen Gold dahin. Und dann werden die noch. Oh, oh Alter, geil. Oh, das wollte ich sehen. Oh, geil. Meine Armee. Hammer. H-A-M-E, Hammer, yeah. Mein Gott. Nee, freut mich schon. Also Gold haben wir jetzt. Geht gut voran. Ich überlege echt, ob ich noch eine Schmelze bauen soll. Ah, das hin und her tragen. Ich glaube, das lohnt sich gar nicht. Bei dem, ja, der ist überfordert. Aber da haben wir eh so viel. Eher noch eine Waffenschmiede eigentlich. Ich glaube, ich baue noch eine Waffenschmiede. Ja. Ja, eine baue ich noch eine Waffenschmiede. Jetzt haben wir 23 Mana. Was kann ich mit dem Mana tun? Muss ich da? Ich überlege echt, ob ich mir einfach aus Langeweile so eine Burg hinklatsche. Boah, da brauche ich anscheinend richtig Platz. Ja, die passt nicht einfach so irgendwo rein. Oh, jawohl, der bringt mir Fleisch. Oh, guck dir das an. Guck dir das an. Da sind so viele Tiere, da ist so ein Fleischvorrat. Was steht denn da als Beschreibung? Ah, dann brauche ich aber. Mana für Wund. Ah. Ach so. Speichert. Oh, ist der auch so groß oder was? Boah, so weit laufen. Ich hätte ihn eigentlich gerne unten gehabt irgendwo. Aber gut, wenn er dann nirgendwo hinpasst. Ich verstehe nicht, warum der da nirgendwo hin kann.
Also das verstehe ich nicht, ne? Naja, was soll's. Aber was ich jetzt mal mache, ja gut, dort doch. Ja gut, dann kommt der Turm dahin, ne? Weil einen kleinen Turm kann ich da schon mal hinklatschen. Die sollen alle dreimal da weitermachen. Weil der Turm wird ja gebaut. Kohle haben wir genug, Kohle brauchen wir nicht. Eisen haben wir auch gut. Gold. Ja, kommt nach und nach. Oh, okay. Haben wir davon mal 5, davon mal 5. Davon können wir auch mal 2 machen. Ja, wobei, nee, lass mal. Machen wir mal den da, wenn dann. Braucht denn der? 2 Goldbahnen und ein Schwert. Ja. Nur 2 Healer. Davon mal 5, davon mal 5. Davon nochmal 5, davon nochmal 5. Und schau einmal. Steam. Hat den gelegen gemacht. Da mal nochmal. Also jetzt geht's richtig rund, ne? Sollen wir mal gucken wegen Leute, nicht, dass ich dabei keine Leute mehr habe. Eigentlich nicht. Also ich glaube, im Haus könnte man nochmal hinklatschen. Aber hat hier keinen Platz mehr. Naja gut, ich habe ja da oben Platz gemacht, ne? Der passt hier rein. Hier wollte ich eigentlich eine Produktion bauen, ne? Ich glaube, die baue ich aber hier oben. So. Jetzt sind sie beschäftigt. Ach, guck. Die sollten, die kommen wie Lemminge dahin. Oh, hammergeil. Also jetzt kann der nichts mehr machen. Mana-Hammer, ein Tempelhammer bald. Und der Turm ist da. Gehen hier noch Leute rein. Dann gehört er eigentlich uns. Hier ist nur Verkehr wie Ameisenstraße hier. Bäm. Oder soll ich lieber Baumaterialien nochmal Holz? Weil Holz. Nee, ich glaube, da oben baue ich dann schon. Fleisch. Für Fleisch? Aber da ist kein Fluss, ne? Also Wasser wäre noch ganz cool. Also wenn ich irgendwo Wasser stapeln, sammeln könnte. Da oben ist vielleicht noch irgendwo ein Fluss, aber ein Fluss ist schon arg wenig. Aber gut, ich könnte ja noch eine Schafzucht machen. Vielleicht reicht ja dann ein Metzger. Und noch eine Schafzucht wäre ganz gut. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Einfach nur noch eine Schafzucht, die hatte ich eigentlich gerne nach unten hinklatschen. Wobei da ja eigentlich auch schon der... Wobei hier nicht, ne? Ne, der geht ja hier runter irgendwo. Da ist ja nichts. Ich glaube, ich hole mir den ganzen Berg hier. So werde ich das machen. Da werde ich jetzt ein... Sack los, ich kann da... Achso, ich wollte ihn ja da hinstellen, ne? Komm, weißt was? Was soll der Geiz? Sag mal, könnt ihr da nicht automatisch hinlaufen? Geht's ja mal mit. Irgendjemand von euch wird da schon reingehen. Ah, Six, Tutor. Gold tun sie jetzt schon da stapeln. Cool. Aber mit der Kohle. Warum ist da keine Kohle mehr? Ja gut, aber das war's jetzt für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es läuft langsam. Langsam kommen wir rein. Wie schaut's aus? Was sagt der? Krieger? 209. Aber an dem halte ich mich gut. Also der hat keine Chance gegen mich, in keinster Weise, ne? Und ich glaube, dass der auch schon keine Chance gegen mich hat. Der hat zwar mehr, aber ich glaube, der hat nur schwache Soldaten. Wenn er natürlich starke Soldaten hat, dann bin ich am Arsch. Aber die holen wir auch noch auf. Guck, der, ich hatte 100 oder so, glaube ich. 100 und der hatte 100,
eigentlich fast schon fast 200, ja, eine 190 gehabt oder so. Ich produziere ein bisschen schnell mehr. Vor allem jetzt, wo wir jetzt die starken haben, natürlich ja kleine Soldaten, also mit, was heißt kleine, Level 3er, ausbilden. Jawoll, komm. Bogenschützen brauchen wir noch. Ja, genau. Und wieder zurück. Genau. Kann man da jetzt noch ein... Man könnte noch einen fetten Turm hinmachen. Einfach ausbreiten. Einfach richtig hardcore ausbreiten. Aber ich glaube jetzt nicht... Aber der eine Turm, der wäre schon fast wenig, ne? Gold jetzt nicht gerade... Was soll's. Aber nee, jetzt wirklich danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Die nächste Folge wird spannend. Ob man da schon kämpfen oder nicht, ich weiß es noch nicht. Ich hoff's. Ein bisschen hoffe ich's. Aber irgendwie will ich auch noch stärker werden. Also ich mag noch mehr Soldaten kriegen. Bis dahin. Ciao und aktuelles Weihnachten. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Video erst nächstes Jahr dann, 2020, rauskommt. Aber ansonsten frohe Weihnachten oder halt, ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch und frohe Weihnachten. Dann ciao.